das Engadin ein weltweit bekanntes Tal mit grosser Strahlkraft. Das Engadin, ein Tal, das viele Dichter und Maler inspiriert hat, so zum Beispiel der Giovanni Segantini. Das Engadin, ein Kraftort. Was aber macht das Tal so speziell? Und wo sind die verborgenen Kräfte spürbar? Diesen Fragen im Gepäck sind wir losgelaufen und Antworten haben wir ganz einen Haufen gefunden. Aber das Engadin ist einfach, ich sage unbeschreiblich. Es ist bei schönem Wetter schön, es ist auch heute, wo es nicht so schön ist, finde ich es noch schöner. Irgendwas so magisch, mystisch. Wieder im Winter auch, wenn wir ein paar Stunden Ruhe wollen, wieder Energie tanken, gehen wir auf Mutters Marei. Und das ist wirklich, das ist ein Energieort, den kenne ich nirgends so auf der Welt wie es da. Ich kann einfach hier abschalten, als Gefühlsige. Vom ganzen Rummel weg und wir zu uns alleine hier. Ich kann so richtig oben ankommen. Der Schafberg, da wo Giovanni Segantini seine letzte Ruhe gefunden hat, ist für viele der Ort, wo man das Engadin in seiner vollen Kraft erlebt. Ja, auf der Segantini-Hütte ist man im Himmel ein Stückchen näher. Martina, du bist die Wirtin der Segantini-Hütte. Was ist es, was der Ort hier ausmacht? Es gibt immer wieder die Momente, die sehr speziell sind und wo man immer wieder aufs Neue fasziniert ist. Einfach das Klare und die Farben. Ich habe noch wenig Orte erlebt auf der Welt, wo das so klar zum Vorschein kommt. Selina, du bist die Wirtin, du bist die Hausherrin, du bist die Besitzerin von diesem schönen Flecken Erde. Was hat der Ausschlag gegeben? Ja, es ist schon ein bisschen Herzblut. Das ist, ich bin mit dem aufgewachsen und einfach so das draussen arbeiten, mit den Händen arbeiten, das habe ich wie schnell gemerkt. Ja, im Büro war zwar eine lässige Arbeit, aber ich glaube, für mein ganzes Leben kann ich das nicht machen. Und was für mich wirklich speziell ist im Engadin, ist der Duft. Es schmeckt einfach so schön. Wahnsinnig gut im Engadin. Ich kann am Morgen raus und denke, ah, es schmeckt nach Herbst oder es schmeckt nach Regen oder es schmeckt nach Sommer. Und das habe ich irgendwie so noch nie irgendwo erlebt. Einmal am Tag schaue ich immer um und denke, boah, es ist einfach schön. Schön war es. Wir kommen gerne wieder.